Gut, dann herzlich willkommen. Hi, Emma, grüßt euch. Von Euphoria. Wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal gesprochen. Genau. Bei den Kinder- und Jugendtagen, richtig, wo ihr auch gespielt habt. Trotzdem, für den Anlass jetzt, für den Bluebox-Sampler, darfst du gerne nochmal deine Band vorstellen. Ja, na klar. Also ich bin der Emma von Euphoria. Hi. Ich bin der Rhythm-Gitarrist und Back-Vocals, also Zweitstimmensinger. Ansonsten sind wir zu fünft. Die Jungs lassen euch alle grüßen. Das ist einmal der Enzo, das ist unser Lead-Gitarrist, dann der Gianluca, unser Basser, der Yves, unser Drummer und der Michele, unser Leadsänger. Und also Euphoria, wie der Name schon sagt, wir sind seit 3 Jahren zusammen in der Konstellation und sind eigentlich echt happy, dass wir uns da gefunden haben. Und du hast es gerade erwähnt, wir hatten die Chance, bei den Kinder-Jugendtagen zu spielen, war mega, war echt ein tolles Erlebnis. A, von den Zuschauern her, B, natürlich für uns einfach so ein Stück weit als Premiere dort aufzutreten. Und was natürlich auch mega war, war einfach Kontakt zu knüpfen mit den anderen Bands. Das war schon richtig, richtig cool. War wirklich schön. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Ich bin mir bei euch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ihr seid ja auch immer so teilweise verwandt und kennt euch schon ewig lange. ja, teilweise lange kennen ist gut. Also der Bassist und der Leadgitarrist sind meine Brüder. Wir sagen immer juxhalber, so von der Konstellation her, Van Halen Family und Toto, Porcaros und so, auch Familienmitglieder, haben wir ja gute Voraussetzungen. Nein, Spaß beiseite. Ja, wir sind ein guter Teil. Also 3 von 5 sind tatsächlich miteinander verwandt in Form, dass wir Brüder sind. Und die anderen 2 sind jeweils beste Freunde. Also wir kennen uns wirklich schon seit langem einfach persönlich und sind froh, dass wir uns musikalisch zumindest in der Konstellation gefunden haben. So in einzelnen Konstellationen haben wir schon früher zusammen Musik gemacht und jetzt so eben als 5er-Kombo seit 3 Jahren doch. Seit 3 Jahren, wollte ich gerade noch fragen, wie lange genau. Es schon gibt. Genau. Richtig. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr alle ungefähr dieselbe Musik macht? Das ist, also klar, wie du erzählt hast, ihr habt untereinander gespielt, ja. Aber irgendwann muss ihr dann Klick gemacht haben. Ja, da hat es Klick gemacht. Das war ganz, ganz interessant. Wir sind einfach, wenn man durch Spektrum durchgeht, sehr interessant. Da hört man eigentlich von Reggae über wirklich Heavy, über Rap, alle möglichen Genres. Und tatsächlich hatten wir angefangen, wenn ich mich an unsere ersten Probe erinnere, Jungs, Grüße nochmal an euch, ihr werdet euch sicherlich auch erinnern, haben wir mit Covers angefangen, also tatsächlich, dass wir gesagt haben, okay, war so ein bisschen eine Findungsphase, die allerdings relativ schnell ging und haben dann eigentlich nach der dritten Probe gesagt, wisst ihr was, es ist zwar schön, wir haben uns jetzt gefunden, aber jetzt machen wir doch eigene Sachen und dabei sind wir eigentlich jetzt geblieben. Leider hat uns die aktuelle Situation da ein bisschen einen Stock zwischen die Speichen geworfen, einfach, oder Sand ins Getriebe, dass wir nicht weiter vorangekommen sind. Wir versuchen, so gut es geht, eben durch die Mittel, die es so gibt, ein bisschen weiter voranzukommen, zu Texten, ein paar neue Songs anzugehen. Aber sind froh, dass wir zumindest mal in der Zeit, wo wir quasi mit Vollgas üben konnten, auch einiges auf die Beine stellen konnten und hoffen, dass wir da dann wieder anknüpfen könnten oder können, wo wir aufgehört haben. Ja. Ihr habt ja auf dem Sampler habt ihr einen Song aufgenommen, The Sun Inside. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Wo kommt der Song her? Was geht's? The Sun Inside ist eigentlich ein Song. Also wir versuchen immer so gut es geht zeitgemäße Themen oder Themen, die so ein bisschen tiefer gehen, aufzunehmen. Wir haben ein anderes Lied beispielsweise Mother Earth. Da geht's einfach auch um das Thema der aktuellen klimatischen Situation, dass ich denke, wir als Gesamtheit in der Menschheit, auch als Generation Generation Y, aber auch die nächste
nächste Generation da wirklich irgendwo auch eine Art Verpflichtung hat, da ein bisschen oder ganz speziell Wert drauf zu legen, entsprechend, ich sag mal, Mother Earth auch Gutes zu tun. Ne? Und das sind so Themen, die wir aufnehmen und so eben auch das Sun Inside, um auf deine Frage zu kommen. Das Sun Inside handelt eigentlich davon, wer kennt es nicht, ne? man ist durch, egal durchs tägliche Leben, sage ich mal, global einfach absorbiert, egal ob es die Arbeit ist, ob es irgendwelche Themen sind, die einen belasten. Und wenn man mal zurück überlegt, als Kind war man so ein bisschen sorgenfrei oder eigentlich komplett unbeschwert, konnte das Leben genießen und einfach das Schöne im Leben sehen. Ne? Deswegen das Sun Inside, strahlendes Kind, wer kennt es nicht, strahlende Kinderaugen, die sich begeistern für Themen. Und darum geht es eigentlich, dass das im Laufe der Zeit eigentlich verloren geht, was sehr, sehr schade ist. Und da geht es eigentlich genau darum, im Chorus, im Refrain, dass man nicht vergisst, ne, wo man da mal stand als Kind und dass man versucht, die Sonne, die man dann quasi früher hatte, wieder zurückzubringen ins eigene Leben. Das ist so mal ein grobes Resümee, eine grobe Zusammenfassung von dem Song. Verstehe. Den Song habt ihr im ehemaligen Blue Box, jetzt Redbox Tonstudio aufgenommen. Genau. Ich weiß auch, dass ihr euch da engagiert habt, dass dieses Studio zusammenkommt. Darfst du gerne mal erzählen, was habt ihr da so getan? Ja, da möchte ich mich nicht mit Lorbeeren schmücken. Das war in allererster Linie der Gianluca, unser Bassist, der da mit dem Gunnar zusammen wirklich, die haben einiges getan. Und Dank auch nochmal an dich, Gunnar, und natürlich an dich, Gianluca. Die haben die Decke abgehangen, die haben das Ganze akustisch so dermaßen gestaltet, dass man da drin regelrechte Aufnahmen machen kann. Dort wurde eine Kabine installiert. Man hat, was man eben so ein Equipment braucht, Mischer und entsprechende Mikrofone, um dann die Instrumente abzunehmen. Also eigentlich ist so ausgestattet, dass der Proberaum quasi in Combo auch als Studio genutzt werden kann. War super, wir haben dort einen guten Teil drin aufgenommen. Dann kam eben Corona dazwischen und haben dann es weiter in Eigenregie dann quasi mit dem Raw Material, das wir dort hatten, dann fertiggestellt. Und so kam das eben, dass wir dann für den Red Sound Sampler das Lied genommen haben. Nochmal, wir hatten ein paar zur Auswahl in der Band, haben uns aber aufgrund der Message dann für The Sun Inside entschieden. Ja, schon erwähnt, ihr habt einige Lieder, so albumtechnisch, steht da was im in der Pipeline oder wie sieht's aus? Ja, wenn man so ein klassisches Album sieht, 12, 13 Lieder, ne, ohne jetzt Zusatztracks. Wir sind aktuell bei 7, also fehlt noch ein bisschen was. Aber deswegen meinte ich, hoffe ich, dass wir bald weitermachen können. Also wir versuchen natürlich uns jeder für sich so ein Stück weit ein paar neue Licks zu überlegen, ein paar neue Riffs zu überlegen, Textpassagen. Unser Leadsänger, der Michele, der schreibt die Texte. Ich bin da auch mit tätig. Also wir schreiben da sehr vieles zusammen. In der Summe vielleicht, was Euphoria auszeichnet, ist schon das, das finde ich das Tolle, es hat irgendeiner von uns eine Idee, ob es wirklich ein Riff ist auf der Gitarre oder Textfragmente oder ein paar Sätze. Und dann kommen wir in den Proberaum zusammen, man bringt die Idee mit und dann gestalten wir die Lieder zusammen. Also das ist eigentlich so, dass man nicht sagen kann, die Lieder sind irgendwie aus einer Feder, sondern immer aus von allen fünf geschrieben. Und das ist, glaube ich, schon auch das, was uns auszeichnet. Und ja, Album versuchen wir natürlich mit Hochdruck dran weiterzuarbeiten und zu schauen, dass wir das in Bälde fertigstellen können. Ich hoffe, je nach Situation, dass wir tatsächlich, ich sag mal vorsichtig, da nächstes Jahr um die Zeit soweit sind, dass wir sagen können, so, jetzt haben wir quasi Albummaterial zusammen und dann lass uns ins Studio gehen und das mal in Summe aufnehmen. Alles klar. Jetzt, klar, durch Corona, Live-Konzerte war immer so ein bisschen schwierig. Tatsächlich haben wir, glaube ich, bis jetzt alle Live-Konzerte, die ihr gespielt habt, auch aufgenommen. Richtig. Das Plug-Konzert in Warnbronn und bei den Kinder- und Jugendtagen. Ihr seid quasi die Band, die wir zu 100% sämtliche Aufnahmen haben. Danke dafür. aber ja, ihr habt sicherlich, ich vermute, wenn Corona endlich mal gegessen ist, habt ihr hoffentlich wahrscheinlich auch wieder vor,
da loszulegen, oder? Oh ja, absolut. Wir haben sowas von Bock drauf, können wir euch gar nicht sagen. Also wir eifern dem quasi da entgegen, weil Proben ist natürlich schön, aber wenn man dann sehen kann am Ende und dafür ändert, für was wir geprobt haben, sprich Applaus und auf der Bühne zu stehen, ist es natürlich das, wo jeder hinarbeitet. Und ja, wir brennen richtig dafür, da mal wieder weiterzumachen, auf den Bühnen zu stehen und da natürlich auch unser neues Material zeigen zu dürfen. Da freuen wir uns schon sehr drauf, sind schon sehr gespannt und können es eigentlich kaum erwarten. Okay, ja dann kann ja quasi die Release-Party vom Bluebox-Sampler gar nicht schnell genug kommen. Definitiv, ne? Also der Jan hat mich vorhin angesprochen und meinte so, ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Präferenzen? Und ich habe so sinngemäß gesagt, uns ist es eigentlich relativ, wir sind da schmerzbefreit, egal, Hauptsache wir können wieder bald auf die Bühne. Da ist uns die Location im Prinzip sekundär, nicht im Sinne von der Wertigkeit, ganz im Gegenteil. Also wir nehmen damit, was kommt und sind da förmlich froh, dass die zwei Release-Partys hier in der Beat-Baracke und in Warmbronn quasi schon auf dem Schirm sind. Also ich nehme die nachher mit und ich glaube, da kann man Leute vor Freude jubeln hören, nämlich meine anderen Bandkollegen, wenn die das mitbekommen, ne, dass da Releases und so eine Release-Party oder zwei gar viel mehr geplant sind. Also wir freuen uns mega drauf und sind auf jeden Fall mit dabei. Okay, sehr schön. Dann, jetzt, wenn man sich das so angehört hat und Lust auf euch, auf Euphoria bekommen hat, wo findet man euch im Internet? Wo habt ihr eure Social-Media-Auftritte? Das ist relativ einfach. Googelt uns einfach nach Euphoria. Also wir haben dann vielleicht zum Thema Sun Inside, wir haben das Ganze auch auf Spotify und den gängigen Plattformen. Ich glaube auch auf der Apple-Plattform auch. Da sich der Chanukka um die ganzen Themen kümmert, muss ich ehrlich gestehen, weiß er dort, ist dort mehr informiert. Sorry dafür. Aber einfach mal googeln Euphoria. Also wir haben auf jeden Fall einen Facebook-Kanal. Wir sind gerade dabei, einen Insta-Kanal noch mit aufzubauen. Einfach, dass wir darüber promoten, sind auch gerade dran, so ein bisschen ins Thema Merchandising reinzugehen, dass wir dort auch ein paar Dinge parat haben als Giveaways und dann einfach auch als Visitenkarte in Anführungszeichen für auch unsere Fans und aber auch generell, ne, dann zum Auslegen, wenn die Release-Partys sind, denke ich, werden wir aus mit Sicherheit was haben, wo wir auslegen können. Aber ansonsten findet man uns auf Facebook ganz klassisch. Einfach googeln Euphoria, kann man nicht verfehlen. Da sind wir zu finden. Dann vielen Dank für das Interview, Emma. Ich danke euch. Sehr gefreut. Mich auch, vielen Dank. Dann hoffe ich dich möglichst bald auf der Release-Party zu sehen. Auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Und da ihr zu 100% uns treu wart, hoffe ich, bleibt es weiterhin so. Würde mich freuen. Wäre cool. Gut, danke. Alles klar. Danke.